Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Länderguide auf unserem Kanal. Wir waren jetzt 4 Wochen lang in Nicaragua und ja, was sollen wir sagen, wir haben uns in dieses Land verliebt und in diesem Video zeigen wir euch alle Highlights, die Route und die Kosten. Und da können wir schon mal vorwegnehmen, Nicaragua ist auf jeden Fall eines der günstigsten Reiseländer weltweit und damit auf jeden Fall perfekt für alle Low-Budget-Backpacker. Der Tourismus steckt hier vielerorts noch in den Kinderschuhen und man kriegt wirklich viel für sein Geld geboten. Viel Spaß im Video! Okay, Nicaragua, schön und gut, aber wo liegt es eigentlich? Ich glaube, die meisten wissen wahrscheinlich nicht so viel über das Land, deswegen erstmal ein paar Infos vorab. Nicaragua liegt im Zentrum von Mittelamerika, ist ungefähr so groß wie Griechenland, hat aber nur 7 Millionen Einwohner, ist also relativ dünn besiedelt. Die größte Stadt des Landes ist Managua, das ist auch die Hauptstadt, da ist auch der internationale Flughafen. Die offizielle Währung ist der Córdoba Oro und 1 Euro entspricht dabei ungefähr 40 Córdoba. Aber man kann hier eigentlich auch überall mit US-Dollar zahlen. Und die beste Reisezeit geht von Oktober bis April, das ist hier als Trockenzeit. Unser erstes Highlight ist vielleicht auch das größte Highlight in ganz Nicaragua. Das ist nämlich das Volcano Boarding auf dem Cerro Negro. Das ist einzigartig, das kann man weltweit nur hier machen. Und zwar ist der Cerro Negro ein aktiver Vulkan in der Nähe von León. Da kann man hochwandern und dann läuft man nicht wieder runter, sondern fährt mit einem Brett darunter. Das ist so ähnlich wie Sandboarden, nur eben auf einem aktiven Vulkan. Ist ziemlich schnell und ziemlich abenteuerlich, macht mega viel Spaß und ist auf jeden Fall ein Must-Do, wenn ihr in Nicaragua seid. Und Mittelamerika ist natürlich auch bekannt für alte, bunte Kolonialstädte. Da macht Nicaragua keine Ausnahme und es gibt hier so ein Battle zwischen León und Granada, welche denn die schönste Stadt ist. Uns haben beide sehr gut gefallen. León ist speziell, weil es hat die größte Kathedrale in ganz Mittelamerika, die ist so schön in weiß gehalten. Von da aus kann man den Sunset sehen. Wir haben eine sehr interessante Free-Walking-Tour gemacht und empfanden León als sehr authentisch. Granada ist ein bisschen schöner, ein bisschen aufgeräumter, hat uns ein bisschen an Antigua erinnert, liegt dazu am Lago de Nicaragua, also am See, hat auch ja sehr viele schöne alte koloniale Gebäude und ja, auf jeden Fall einen Besuch wert. Nicaragua wird nicht umsonst das Land der 1000 Vulkane genannt. Es gibt hier sehr viele Vulkane, von denen auch noch einige aktiv sind und von denen haben wir natürlich auch ein paar bestiegen. Zum Beispiel den Telica-Vulkan in der Nähe von León. Die meisten machen das mit Natur, wir haben uns dagegen entschieden, weil es uns ein bisschen zu teuer war und haben das Ganze auf eigene Faust gemacht. Es war ziemlich heiß an dem Tag, wodurch der Hike ziemlich anstrengend war und wir auch lange gebraucht haben, aber es hat sich gelohnt. Wir haben an dem ganzen Tag nur 5 andere Leute gesehen und wir waren ganz alleine oben im Krater, konnten dann da reinschauen und hatten einen tollen Blick über die Landschaft. Also das hat sich sehr gelohnt und das ist eine absolute Empfehlung. Ein weiterer Vulkan ist der Masaya-Vulkan in der Nähe von Granada und der ist besonders, weil man da nachts rote Lava sprudeln sehen kann. Das haben wir auch gemacht im Rahmen meiner Tour. Das war eine bisschen andere Erfahrung als beim Telica-Vulkan, weil da wird man mehr oder weniger bis zum Kraterrand hochgefahren, dann gibt es da so Plattformen und alles ist mit befestigten Wegen ausgebaut. Von daher hat es uns jetzt nicht so gut gefallen, aber was halt wirklich spektakulär ist, ist nachts diese Lava brodeln zu sehen und ja, Nicaragua und der Masaya-Vulkan sind einer der wenigen Orte auf der Welt, wo man das machen kann. Dann haben wir es uns nicht nehmen lassen und haben auch noch den zweithöchsten Vulkan in Nicaragua bestiegen. Das ist der Concepción, der ist 1610 Meter hoch und liegt auf Ometepe. Das Ganze haben wir mit einem Guide zusammen gemacht, es war aber quasi eine private Tour, es waren nur wir beide. Und ja, der Hike ist ziemlich anstrengend, gerade der Abstieg ist hart, weil man über Geröllföll zurückläuft. Und wir haben 10 Stunden insgesamt gebraucht, aber auch hier war es wieder so, als wir oben standen und in den Krater schauen konnten und den Blick über die Insel hatten, haben wir gesagt, okay, die Strapazen haben sich gelohnt, das war auch richtig, richtig cool. Ja, und Stichwort Concepción, der liegt auf Ometepe, das ist die größte Vulkaninsel der Welt im Lago de Nicaragua, dem größten See hier in Mittelamerika und wir haben diese Insel geliebt. Ich denke mal, jeder, der Bali, Koh Samui, Copangan kennt, der kann das nachvollziehen. Es hat so diesen Insel-Vibe, es ist super chillig, man kann sich einen Roller mieten, die Insel erkunden, den Hike auf den Concepción machen. Ja, dazu gibt es einfach wunderschöne Sonnenuntergänge, Strände, also es hat uns sehr gut gefallen und das ist so ein richtiger Sweet Spot für Backpacker, weil wenig Touristen dort sind, aber auf der anderen Seite gibt es touristische Infrastruktur mit Restaurants, vegetarischem Essen, Hostels, Rollerverleih etc. Aber ja, die ganze Insel ist halt wirklich wenig erkundet und macht einfach Spaß, da ein paar Tage zu verbringen. Wenn wir über die Highlights in Nicaragua sprechen, dann dürfen die Pazifikstrände auf jeden Fall nicht fehlen, denn Nicaragua hat eine sehr lange Pazifikküste. Es gibt verschiedene Orte, wir haben uns 2 rausgepickt. Einmal war das Las Penitas in der Nähe von León. Das ist nur 30 Minuten von der Stadt entfernt und deswegen machen viele da einen Ausflug hin. Vor allem am Wochenende ist es dann ein bisschen mehr los, aber unter der Woche ist es total ruhig. Es gibt viele gute Cafés und Restaurants, man kann dort surfen, Yoga machen oder einfach diesen kilometerlangen Strand genießen, es ist wunderschön. Der beliebteste Ort hier an der Pazifikküste ist San Juan del Sur. Wir haben uns allerdings dagegen entschieden, weil es ein bisschen größer und ein bisschen voller ist und wir sind stattdessen nach Popoyo gefahren. Da sind wir jetzt auch gerade, hier hinter mir sieht man das Meer. Und ja, hier ist es sehr ruhig, vor allem bei Surfern beliebt, aber ansonsten verirren sich hier nicht so viele Touristen hin. Man kommt hier auch nicht so gut hin, es liegt sehr remote, es fährt gar kein Bus oder so.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat hier auch wunderschönen Sand und ja, vor allem richtig, richtig schöne Sonnenuntergänge. Nicaragua ist grundsätzlich ein wenig besuchtes Land, aber wer wirklich komplett off the beaten path unterwegs sein möchte, den empfehlen wir Esteli, Somoto und Matagalpa. Das liegt im Nordwesten des Landes. Wir waren da eine Woche lang unterwegs und haben in der ganzen Woche vielleicht eine Handvoll anderer Touristen gesehen. Und Somoto ist besonders bekannt für eine Canyoning-Tour. Die ist relativ günstig, jetzt nicht super spektakulär, aber eine willkommene Abwechslung bei den heißen Temperaturen hier in Nicaragua. Und weiter im Osten ist Matagalpa. Das ist besonders bekannt für Kaffeeindustrie, aber es gibt auch ein paar Wasserfälle da. Wir waren jetzt zum Ende der Trockenzeit da, deswegen waren die Wasserfälle nicht so spektakulär. Aber wenn man in der Regenzeit da ist, ist es auf jeden Fall richtig, richtig nice. Alle Highlights, die wir bisher aufgezählt haben, befinden sich im Westen von Nicaragua. Aber neben der Pazifikküste gibt es auch noch die Karibikküste im Osten. Und da sind vor allem die Corn Islands bekannt. Das sind zwei wunderschöne Inseln, die in der Karibik liegen. Die sind allerdings ein bisschen schwer zu erreichen, zumindest über Land und mit der Fähre. Und da wir nicht fliegen wollten, haben wir es außen vor gelassen. Die Route hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo man herkommt, wenn man nach Managua fliegt oder aus dem Süden von Costa Rica oder aus dem Norden aus Honduras. So war es bei uns auch. Wir sind aus dem Norden von Honduras gekommen und haben dann in León angefangen, haben da einen kleinen Abstecher an die Pazifikküste nach Las Penitas gemacht. Danach sind wir weiter nach Esteli gefahren, um halt Somoto und Matagalpa zu besuchen, die Wasserfälle und die Canyoning-Tour. Danach ging es Richtung Süden nach Granada. Da haben wir ein paar Tage verbracht, bevor es dann weiterging über Rivas und San Jorge mit der Fähre nach Ometepe, wo es uns ja so gut gefallen hat. Da haben wir ein paar Tage verbracht und jetzt zum Abschluss sind wir hier nochmal in Popoyo und genießen es, bevor es dann weiter nach Costa Rica geht. Genau, und alle diese Strecken, die wir hier zurückgelegt haben, haben wir mit den lokalen Chicken-Bussen gemacht. Das ist zum einen sehr günstig, funktioniert auch gut und es ist auch einfach sehr authentisch, weil man halt mit den ganzen Locals unterwegs ist. Das macht uns immer sehr viel Spaß. Und falls euch die genaue Route interessiert, dann haben wir das auch alles nochmal auf unserem Blog verlinkt. Und dann kommen wir jetzt mal zu unseren Kosten. Kurzer Location-Wechsel, bevor es zu den Kosten kommt, die Sonne geht hier gleich unter. Aber wir haben es ja eingangs schon erwähnt, Nicaragua ist eines der günstigsten Reiseländer der Welt und mit Sicherheit das günstigste in ganz Mittelamerika. Ich weiß nicht, ob man es für Länder sagen kann, aber ja, Nicaragua hat einfach ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man kriegt für relativ wenig Geld relativ viel geboten und dadurch, dass hier so wenig Touristen unterwegs sind, macht das Ganze auch noch sehr, sehr authentisch. Kommen wir jetzt aber mal zu unseren konkreten Kosten. Also wir haben in den 29 Tagen vor Ort 1.155 Euro pro Person ausgegeben. Das entspricht 36,80 Euro pro Tag. Da haben wir jetzt den PCR-Test für die Anreise, den man Stand April 2022 braucht, nicht mit eingerechnet. Und auch die An- und Abreise nicht, weil das ja immer individuell ist. Allerdings ist der einwöchige Sprachkurs in León mit einbegriffen. Und ja, das ist auf jeden Fall in unserem Weltreisebudget, was wir uns gesetzt haben, von 1.200 Euro im Monat. Aber es wird auf jeden Fall auch noch deutlich günstiger gehen. Wir haben auf unserem Blog die ganzen Kosten in Kategorien aufgeteilt und auf die Tage runtergerechnet, was wir wofür ausgegeben haben. Hier in dem Video machen wir jetzt mal die wichtigsten Kostenpunkte und fangen mal mit den Unterkünften an. Da haben wir pro Person pro Nacht 12 Euro ausgegeben. Die Unterkünfte haben immer so zwischen 15 und 25 Euro gekostet. Wir hatten immer ein Doppelzimmer, meistens mit eigenem Bad. Eine Anmerkung vielleicht zu den Unterkünften: mit Klimaanlage ist es hier deutlich teurer. Den Luxus hatten wir in dem Monat nur, ich glaube mal, 3 Nächte. Von daher, ja, das sollte man bedenken. Und Dorms sind auch relativ preiswert und Hostels, ja, gibt es eigentlich in allen größeren Orten eine sehr, sehr große Auswahl. Der nächste Kostenpunkt ist Essen und Trinken. Da haben wir 13,80 Euro pro Person pro Tag ausgegeben. Das ist auf jeden Fall ein bisschen höher, da könnte man auch deutlich günstiger bei wegkommen. Wir haben nicht so oft lokal gegessen, was auch einfach daran liegt, dass die nicaraguanische Küche recht fleischlastig ist und wir vegetarisch essen. Und wir haben auch nicht so oft gekocht wie vielleicht jetzt in Guatemala. Und wenn wir essen, waren auch oft Getränke dazu bestellt. Also da ist auf jeden Fall noch Sparpotenzial vorhanden. Helen hat es ja gerade schon mal gesagt, dass hier der Transport sehr günstig ist mit den Chickenbussen. Und wenn wir es auf einen Monat runterrechnen, haben wir nicht mehr 1,50 Euro pro Person pro Tag dafür ausgegeben. Obwohl wir relativ viel vom Land gesehen haben und relativ viel unterwegs waren. Da gehören auch Taxifahrten und Fähren dazu. Was allerdings nicht inkludiert ist, ist der Roller auf Ometepe. Der war relativ teuer mit 20 Dollar pro Tag. Aber das war ja kein Transport, um irgendwo hinzukommen, sondern mehr ja, eine Aktivität und Vergnügen. Der nächste Kostenpunkt sind unsere Aktivitäten. Und dafür haben wir 123 Euro pro Person ausgegeben. Und mit dazu zählt das Volcano Boarding auf dem Cerro Negro, unsere Canyoning Tour, die Tour auf den Masaya-Vulkan, den Guide für den Concepción-Vulkan und 2 Tage Rollerline auf Ometepe. Die Preise für die Touren waren eigentlich alle okay. Das Einzige, was ein bisschen teurer war, war der Roller und eben die Tour auf den Telica-Vulkan. Da haben wir uns dann ja dagegen entschieden und das auf eigene Faust gemacht. Wir haben hier, wie eingangs erwähnt, ja auch einen Sprachkurs gemacht. Der hat 85 Euro pro Person gekostet, in Summe also 170. Wir haben uns einen Lehrer geteilt für 5 Tage à 4 Stunden. Man kann das Ganze auch noch mit einer Gastfamilie kombinieren. Das kostet dann nochmal extra, wo man auch 3 Mahlzeiten täglich serviert bekommt. Aber in Summe ist dieses Gesamtpaket immer noch sehr günstig und Nicaragua ist ein gutes Land, um Spanisch zu lernen. Der nächste Kostenpunkt ist das Internet. Dafür haben wir 16 Euro pro Person ausgegeben und das läuft hier eigentlich ziemlich unkompliziert. Es gibt an jeder Ecke Stände von Claro oder Tigo, das sind hier die 2 großen Anbieter. Da kann man SIM-Karten kaufen und dann immer verschiedene Pakete buchen, für 1 oder für 2 Wochen, mit verschiedenen Gigabyte-Größen. Wir haben in der Regel dann 5 Gigabyte gehabt, glaube ich, und dabei ist immer eine Social Flatrate.
Das heißt, Instagram, WhatsApp und so weiter sind unbegrenzt verfügbar und das kostet für 2 Wochen 5 €. Bei uns hat die Aufladung einmal nicht geklappt, deswegen ist es ein bisschen teurer. Eine Sache, die ja auch spürbar ins Budget fallen, sind die Gebühren für Abhebung. Also immer wenn man Bargeld abhebt, muss man eine Gebühr zahlen. Das sind in der Regel so zwischen 3 und 4 €, je nachdem wie viel man abhebt. Wir haben immer 10.000 Cordoba abgehoben, das sind ungefähr so 260 € und ja, es summiert sich dann halt einfach auf einen Monat gesehen, aber das kann man nicht ändern. Den letzten Punkt haben wir unter dem Begriff Sonstiges zusammengefasst, das sind 33 € pro Person. Und darunter fällt zum Beispiel Wäsche oder auch Shopping. Wir haben zum Beispiel diese coolen Volcano Day Shirts gekauft. Und die Ein- und Ausreisegebühr nach Nicaragua ist da mit drin und auch noch Kleinigkeiten wie Sonnencreme oder Mückenspray. Das waren jetzt alle unsere Kosten und wir haben die auch, wie gesagt, nochmal alle aufgesplittet auf unserem Blog. Kommen wir jetzt nochmal zu den drei Aspekten Sicherheit, Sprache und Covid. Fangen wir mal mit der Sicherheit an, denn ja, Nicaragua und Mittelamerika grundsätzlich hat halt nicht den besten Ruf, was das angeht. Was Nicaragua betrifft, eigentlich zu Unrecht, denn wenn man jetzt sich so die gängigen Sachen anschaut, wie Mordraten, Überfälle, Diebstähle etc., ist Nicaragua eigentlich das sicherste Land in ganz Mittelamerika, sogar sicherer als Costa Rica. Aber woher dann der schlechte Ruf? Das hat eher politische Gründe. Wir haben das zum Beispiel bei der Anreise gemerkt. Da wird man nach seinem Beruf gefragt und ich habe angegeben, dass ich Journalistin bin. Das hat ein paar Fragen aufgeworfen, ein bisschen für Diskussionspotenzial gesorgt. Im Endeffekt hat alles geklappt, aber es war erstmal ein komisches Gefühl. Und ansonsten ist hier die regierende Partei sehr vorherrschend. Man sieht überall die Farben und Flaggen hängen. Und da es uns interessiert, haben wir auch mit ein paar Leuten über die politische Situation gesprochen. Wobei es immer ein sehr sensibles Thema ist und die Frage ist, wie frei können die Leute darüber reden. Aber wenn es einen nicht interessiert und man da nicht aktiv nachfragt, dann hat man damit als Tourist eigentlich nichts zu tun und man kann auf jeden Fall sicher hier durchreisen. Nochmal ganz kurz zur Sprache. Amtssprache ist hier natürlich Spanisch, wie in den meisten Ländern hier in Mittelamerika. Und Englisch ist wenig verbreitet, mehr als in Guatemala. Aber selbst als Tourist, sage ich mal, wo man die Berührungspunkte mit Einheimischen hat, sprechen die meisten halt kein Englisch. Das sollte einen nicht abhalten, nach Nicaragua zu reisen. Man kann auch ohne Spanisch das Land wunderbar bereisen. Aber es hilft natürlich, ein paar Brocken zu machen. Und vielleicht kann man das ja mit einem Sprachkurs kombinieren. Kommen wir noch mal zu einem kleinen Fazit hier, bevor die Sonne in Popoyo untergeht. Wir haben wirklich die 4 Wochen hier genossen. Nicaragua ist super vielseitig von der Landschaft her. Man hat die Küste, man hat alte Kolonialstädte, Ometepe Island, die Vulkane, Wanderungen etc. Also es hat wirklich alles zu bieten. Die Locals sind super freundlich und es ist halt günstig. Und es lohnt sich auch für 2 Wochen einfach hier einen Urlaub zu machen, weil halt alles so nah beieinander liegt. Aber man sollte sich beeilen. Wir haben von vielen Leuten gehört, dass die Preise mit der Zeit immer mehr anziehen. Also ja, kommt besser früh als spät hierher. So, das war's mit unserem Länderguide. Wir haben das Ganze auch noch mal schriftlich auf unserem Blog zusammengefasst. Und auch zu allen Highlights einzelne Blogbeiträge geschrieben. Also falls ihr da Lust habt, nochmal was nachzulesen, schaut gerne mal vorbei. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir den einen oder anderen überzeugen können, mal nach Nicaragua zu kommen. Wir können es nur von Herzen empfehlen. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Und ja, jetzt schauen wir nochmal den Sonnenuntergang zusammen, würde ich sagen. Yes. Und haben noch einen Hund dabei. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.